Normalerweise gucken wir uns selten Technikvideos an. Wir hatten das letzte Technikvideo angeguckt von Felix Barr über seine größten Technik-Fails. Aber jetzt haben sehr viele Leute sich gewünscht, hey, was, ja, gestern war das iPhone-Event, bla bla bla. Was sagst du? Ich habe mir das iPhone-Event nicht komplett angeschaut. Ich habe ja selber noch gestreamt, während das iPhone-Event war. Aber der liebe eine Review hat ein Video gemacht, zusammengefasst in 7 Minuten, das Wichtigste vom Event. Ich würde sagen, schauen wir mal gemeinsam rein. Ich weiß, ne, also es gibt viele von euch, die sich vielleicht gar nicht für iPhone oder Apple interessieren. Aber einfach nur zu wissen, was abgeht, ne? Also einfach nur um zu wissen, was abgeht, würde ich sagen, schauen wir mal rein, was denn Neues gibt. Weil ich habe wirklich bis jetzt nur sehr wenig gesehen. Hey Leute, Apple hat heute noch. Falls ihr den jungen Mann nicht kennt, den iKnowReview-Kanal, checkt ihr auf jeden Fall aus. Sehr qualitativ hochwertig und schön gemachte Technikvideos. Kann man nur empfehlen, genau wie bei Felix Barr, also absolute Abo-Empfehlung. Man muss sagen, die deutsche Technikszene, die deutsche Unboxing-Review-Technikszene ist, habe ich letztens schon gesagt, wirklich gute Qualität, gute Qualität. Neue iPhones vorgestellt. Insgesamt 4 Stück an der Zahl und auch noch etwas neues Zubehör. Alles Wichtige. Also was ich schon mal sehr negativ finde, dass die neuen iPhones alle erst nicht auf einmal rauskommen, sondern so nacheinander. Und was ich auch negativ finde, ich habe jetzt gerade das iPhone, wie heißt das, XL Max? Wie heißt das, iPhone 11 Max? Wie heißt die Scheiße? Ja. Ja, ja, irgendwie so, ja. Das heißt, es ist groß. Gib mir mal kurz deins, damit ich euch mal kurz den Größenvergleich zeigen kann. Und das Problem ist, das neue iPhone Pro Max ist noch größer. Und das ist schon, eigentlich muss ich sagen, ist das eine gute Größe. Ich mag das, aber das hier ist das neue, normale iPhone. Und das hier ist das Max, Moment. Es ist gar nicht so ein Riesenunterschied, aber man merkt schon, es ist ein kleiner Unterschied. Es ist ein kleiner Unterschied, okay? Seht ihr? Es ist, sind ähnlich groß, aber ist kein Riesenunterschied, okay? Aber das neue große iPhone wird nochmal 0,2 oder 0,3 Zoll größer. Und ich habe Angst, dass es mir dann zu groß wird, sage ich euch ganz ehrlich. Was es zu wissen gibt, jetzt bei mir im Video. Direkt vorweg die Info, dass es bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall Reviews zu allen heute vorgestellten Geräten geben wird. Falls ihr die also nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall... Ah, die Display... Aber mal kurz. Ah, nee, das 12 Pro Max ist nur slightly größer, also wirklich minimal. Ah, okay, die Display-Ränder werden nur kleiner. Ah, okay, vielleicht... Vielleicht kann ich damit anfreunden. Zuallererst hat Apple einen neuen HomePod vorgestellt. Die Sache ist die, ich würde gerne den HomePod oder auch diese Google-Sachen benutzen, gerne. Aber die sind einfach aktuell, meiner Meinung nach, noch nicht so stark wie die Amazon-Home-Geschichten. Also Alexa-Zubehör und so ist aktuell, in my opinion, stärker. Aber okay, weil du hast halt dieses geile Alexa-Display, wie das heißt, für die Küche was Neues. Auch richtig geil. Mit den HomePod Mini, der ab 95 Euro starten wird und ein bisschen aussieht wie ein kleines Ei. Er hat denselben Mesh-Stoff wie der große HomePod, oben ein kleines buntes Touch-Display und kann natürlich dieselben Funktionen ausführen wie der große HomePod. Das Tolle ist, man kann auch mehrere überall in seinem Haus verteilen und hat am Ende ein Stereo-Part oder eben ein Multi-Room-Setup. Bedeutet, man kann für jetzt sehr viel weniger Geld das gesamte Haus mit HomePods ausstatten. Ich persönlich finde das deswegen cool, weil Apple tatsächlich Privatsphäre ernster nimmt als Google oder Amazon. Das ist der gute Vorteil. Also, wenn man Apple da vertrauen kann, natürlich muss man immer gucken, bei amerikanischen Firmen, kann man denen wirklich überhaupt vertrauen? Aber wer auf sowas Wert legt, da würde ich auch schon sagen, dass Apple da auf jeden Fall augenscheinlich einen besseren Eindruck macht, was Privatsphäre und so angeht und Datensammlung, dass Apple da einen besseren Eindruck macht als die Google und Amazon-Sachen. Klar, weil die wollen eure Daten. Apple natürlich auch, aber vielleicht haben die ein bisschen mehr, bieten ein bisschen mehr Privatsphäre. Und somit kann man jetzt sein Smart Home steuern oder einfach Musik hören mit HomePods, nur halt in viel, viel günstiger. Das Spannendste sind aber natürlich die neuen iPhones und allen voran das iPhone 12 und iPhone 12 Mini. Ja, es gibt jetzt ein neues, kleineres iPhone mit einem 5,4 Zoll Display, das tatsächlich nochmal kleiner ist als ein iPhone 8 oder iPhone SE, aber ein größeres Display hat. Weil ist mir ein bisschen zu, weiß ich nicht, ist mir das zu klein? Ich weiß es nicht. Was mich ja auch so stört, ist, dass alle dann irgendwie eine verschiedene Kamera haben. Das iPhone 12 Mini hat eine schlechtere Kamera als das andere, oder? Ich will halt einfach nur das, was die bessere Kamera hat. Ich möchte einfach nur eine gute Kamera, mehr möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur eine gute Kamera zum Vloggen. Alles jetzt eben dünnere Displayränder und oben einen Notch besitzt, so wie das iPhone 10, 10S oder 11. Apple hat das Display endlich auf OLED geupgradet und die PPI angehoben auf mehr als doppelt so viel wie zuvor, was insgesamt 460 PPI macht. Das ist also wirklich schön scharf. Das Design wurde auch etwas überarbeitet. Wir haben jetzt keine runden, sondern gerade. Ah, das 12 Mini und das 12 haben genau die gleiche Kamera, aber das Pro hat bessere. Aber es gibt kein Pro Mini, ne?
RIP. Kanten, was ich persönlich sehr, sehr schick finde, weil es mich ans iPhone 4 und 5 Design erinnert, was ich persönlich am allerliebsten mochte. Das Gehäuse ist aber nicht nur kantig, sondern auch 11%. Ich muss auch sagen, ich mag das Design eigentlich am allerliebsten, weil ich hatte damals ein iPhone 5, glaube ich. Da habe ich lange Zeit gar kein iPhone mehr benutzt, nur noch Android-Geräte. Jetzt benutze ich ja immer beides parallel. Das ist immer ein iPhone und ein Android-Gerät. Probiere immer verschiedene Android-Handys durch und so. Ich liebe das einfach. Ich finde es einfach nice. Ich mag das, verschiedene Smartphones auszuprobieren. Immer ein Apple-Phone und verschiedene Android-Devices. Aber das hier war mein erstes iPhone, was ich mir damals auch mal geholt habe. Danach habe ich ein paar Jahre lang erstmal keins mehr gehabt, weil ich fand die danach nicht mehr nice. Aber das Allergeilste war, ich hatte für das Handy so eine richtig geile Hülle. Alleine die Hülle fand ich so nice. Vielleicht finde ich die. Ja, oh mein Gott, Leute. Ich hatte diese Hülle hier. Ich hatte diese Hülle fürs iPhone. Das war ja dieses auch, das hatte auch diese geraden Kanten, so wie das neue wieder. Und deswegen hatte das auch so eine gerade kantige Hülle. Und alter Schwede, diese Vans-Hülle mit dieser Schuhsohle, ich fand die sowas von ultra geil, die Hülle. Ich fand die sowas von ultra geil. Einfach so eine Vans-Hülle mit dieser typischen Vans-Schuhsohle. Ich sag euch, ich habe die Hülle anders gefühlt. Das war mein Lieblingscase bisher, weil es einfach nur das absolut, absolut geiles, absolut geil gemacht ist. 10% dünner und 16% leichter geworden. Und natürlich haben die neuen iPhones, so wie sich das für Smartphones in 2020 gehört, 5G. In Deutschland ist das noch nicht so krass ausgebaut, aber in der Theorie, da werden die iPhones es schaffen, 4 Gigabits pro Sekunde runterzuladen. Nicht schlecht. Und 200 Megabyte pro Sekunde hochzuladen. Das ist wirklich super, super schnell. Hoffen wir einfach mal, dass das irgendwann auch in Deutschland gut ausgebaut ist. Besonders stolz war Apple darauf, dass sie jetzt ein neues Glas auf der Vorderseite und Rückseite verwenden. Das nennt sich Ceramic Shield. Ist ein ziemlich eleganter Begriff für Corning Gorilla Glass 7, so wie ich das annehme, was ein bis zu 4-mal stärkeres Glas ist als bisher. Und sowas sehe ich immer sehr, sehr gerne. Ah, okay. Stärkeres Glas? Sage ich nicht nein. 12 Mini haben dieselbe Dual Cam. Das 12 Pro hat die bessere Triple Cam. Das 12 Pro Max hat nochmals die bessere Triple Cam. Oh, das heißt, man muss quasi, wenn man die beste Kamera haben möchte, muss man quasi das 12 Pro Max holen. Wenn das 12 Pro Max genau die gleiche Größe hat wie das alte, also fast die gleiche Größe hat, dann würde ich wahrscheinlich dann das 12 Pro Max mir holen. Das Problem ist nur, das 12 Pro Max kommt einen Mod später raus als die normalen iPhones, ne? Das finde ich auch so nervig. Egal, ich werde wahrscheinlich das 12 Pro Max holen. Ich will einfach die bestmögliche Kamera. Der Prozessor im Inneren ist der Apple A14 Bionic, der soll bis zu 50% stärker sein als alle anderen Smartphone-Prozessoren, ist auf einer 5 Nanometer Fertigungsbasis, hat natürlich 5G und viele andere coole Features, die das iPhone nicht nur schneller, sondern auch intelligenter machen sollen. Die Kameras sind im Großen und Ganzen dieselben wie beim iPhone 11, nur hat die Hauptlinse jetzt etwas mehr Lichtstärke bekommen. Also vor allem beim Nachtmodus soll sie besser sein und der Nachtmodus, der geht jetzt auch auf allen Kameras, also man kann sogar Nachtmodus-Selfies machen. Finde ich nice. Apple hat angekündigt, um die Umwelt zu schützen, dass sie jetzt keinen Netzstecker und keine Kopfhörer mehr in die Packung legen. Um die Umwelt zu schützen oder um ihr Geld zu schützen? Damit Apple noch mehr Gewinn macht, solange die Leute kaufen wie bekloppt. Guck mal, Netzstecker kommt weg, Kopfhörer kommen weg. Preis wird wahrscheinlich höher, oder? Apple. Stark. Sondern nur noch ein USB-C auf Lightning-Kabel. Aber es wird natürlich trotzdem eine neue Möglichkeit geben, das iPhone aufzuladen. Und zwar über MagSafe. Das ist so ein kleiner Puck. Also wie bei der Apple Watch, okay. Und schön nochmal dafür nochmal extra 50 Euro oder 40 Euro reinhasseln. Wild. Wild. Der magnetisch an der Rückseite. Digga, vom iPhone hält, der lädt das iPhone dann mit 15 Watt auf, was tatsächlich ziemlich schnell ist für Wireless und der eben dann magnetisch festhält, sodass das Handy immer perfekt positioniert auf dem Ladegerät ist. Es wird auch ein MagSafe Duo geben, der kann das iPhone und die Apple Watch aufladen und zusammengefaltet werden, sodass man den immer dabei hat. Das fand ich ziemlich cool. Ja, nette Idee. Die Preise sind für 64 GB Speicher 699 Euro für das Mini und 799 Euro für das normale iPhone 12. Aber es gibt natürlich auch noch ein iPhone 12 Pro und 12 Pro Max. Die Displays sind hier bei 6,1 und 6,7 Zoll. Ja, 6,7 Zoll, ich glaube, das iPhone 11 Max Pro hat 6,5. Deswegen habe ich ein bisschen Sorge, dass es zu groß wird. Weil es nochmal 0,2 größer.
Hoffen wir einfach mal, dass es nicht zu groß wird. Soll. Es ist dasselbe OLED-Display tatsächlich, nur halt in noch größer. Ah, okay, okay. Es ist von der Breite her, es ist gleich. Es ist nur höher. Ah, okay, es ist nur höher. Es ist aber von der Breite her, es ist gleich. Okay, ja, das finde ich in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. Es dürfte nur nicht noch breiter werden. Hat dieselbe Helligkeit und selbe PPI, was mich sehr überrascht hat, dass da jetzt kein qualitativer Unterschied mehr ist. Es gibt auch keine 120 Hertz oder so. Also die Unterschiede zum normalen iPhone 12 sind vor allem erstmal rein optischer Natur. Wir haben nämlich mattes Glas auf der Rückseite und einen schönen Edelstahlrahmen außenrum, der natürlich auch kantig ist. Ich mag das Kantige gerne. Festigkeit ist hier auch nochmal ein bisschen besser. Bis zu 6 Meter tief für 30 Minuten soll das iPhone aushalten. Sehr gut. Können. Das habe ich jetzt noch bei keinem anderen Smartphone gesehen. Im Inneren ist natürlich auch der A14 Bionic Prozessor. Vielleicht haben wir mehr Arbeitsspeicher. Das hat Apple offiziell noch nicht gesagt. Aber bei den Kameras gibt es Unterschiede. Gar nicht mal so sehr beim normalen 12 Pro. Da haben wir halt noch die zusätzliche Zoom-Linse im Vergleich zum iPhone 12. Aber beim 12 Pro Max, da hat sich einiges getan. Denn nicht nur haben wir da einen größeren Sensor bei der Hauptlinse, der bis zu 87% mehr Licht einfangen soll. Oha, was? 87% mehr als der von dem normalen, also vom iPhone Pro? Okay, da muss man sich, also wenn man wirklich am meisten Wert auf die Kamera legt, kommt man am Pro Max gar nicht drum herum. Weil ihr müsst euch überlegen, meine Vlogs, die meisten Szenen von meinen Vlogs, mache ich mit dem Handy. Also das ist ja mein Arbeitsgerät sozusagen. Und ich brauche natürlich das, was quasi qualitativ die beste Videos und so abliefert, deswegen wird sich das Pro gekoppt, Pro Max. Sondern wir haben auch einen verbesserten Zoom, einen 2,5 verlustfreien optischen Zoom, um genau zu sein. Und sowas sehe ich immer sehr, sehr gerne. Das ist nicht extrem viel mehr Zoom, aber ganz ehrlich, ich finde so fünffachen Zoom auch oft zu extrem, dementsprechend 2,5-fach könnte im Alltag wirklich praktisch sein. Stark. Auf allen Linsen kann man jetzt Deep Fusion benutzen und es soll eine bessere Bildstabilisierung geben. Somit sollen die Bilder auch bei Nacht noch heller werden. Also der Nachtmodus wird dementsprechend... Oh, der bewegt sich aber ganz schön. Ist nice. Okay, das heißt, kann auch schön rumlaufen und es wackelt nicht so stark. Gute Bildstabilisation. Im Videobereich soll das iPhone 12 Pro jetzt auch 4K mit 60 FPS in Dolby Vision aufnehmen können. Das kann bisher kein Smartphone, das sind 10-Bit-Farben, also eine sehr hohe Bildqualität. Die Preise beginnen so wie wir... 1200 Euro fängt es an mit dem kleinsten Speicher. Belastend. Wie sie bisher gewohnt sind, also 1150 Euro und 1250 Euro. Allerdings wird der interne Speicher doppelt so groß sein, also 128 GB und natürlich alles hoch bis 512 GB. Das war ein ziemlich spektakuläres Apple-Event. Es gab viele Highlights, mit denen ich so gar nicht gerechnet hatte, aber auch so ein bisschen Downer, wie das Fehlen von 120 Hertz, worauf ich persönlich sehr, sehr gehofft hatte. Ich muss sagen, ich bin froh, dass sie keine 120 Hertz anbieten. Ich finde 120 Hertz im Telefon schön und ja, ist cool, vor allem wenn man am Telefon, also am Handy viel zockt oder so, ist natürlich 120 Hertz vielleicht ganz nice, wenn es auch Spiele sind, die es unterstützen und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, es verbraucht mehr Akku und ich habe lieber längeres Handy mit 60 Hertz, mehr Akku und dafür 60 Hertz anstatt weniger Akku und 120 Hertz. Also ich finde 120 Hertz ist super, aber muss ich überhaupt nicht haben, also ist mir nicht wichtig. Aber immerhin, es gibt 5G und das wird den allgemeinen... Ich habe lieber an meinem Bildschirm dann 144 Hertz, das reicht mir. Ausbau von 5G sicherlich weltweit beschleunigen. Ich bin sehr, sehr gespannt, mir die neuen iPhones anzuschauen, vor allem das Mini-Modell und das Max-Modell. Allerdings wird das erst etwas später verfügbar sein, und zwar ab dem 13. November. Die anderen Geräte kann man schon diesen Freitag bestellen und eine Woche später liegen sie dann bei euch zu Hause. Das war's von meinem Video. Ich hoffe, ihr fandet es informativ. Falls es so war, lasst mir gerne ein Like oder sogar ein Abo da und dann macht's gut, bis bald. Ciao. Schönes Video auf jeden Fall. Also Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, von einer Review, checkt den Kanal aus, küsse ihn raus. Fand ich eine sehr gute Zusammenfassung, weil ich habe halt nicht alles mitbekommen. Sabine hat mir ein bisschen was erzählt vom Apple-Event. Die beschwert sich darüber, dass das die beste Kamera im großen Handy ist und die möchte kein großes Handy. Also sie ist enttäuscht. Aber so habe ich nochmal eine gute Zusammenfassung bekommen. Vielen Dank und auch an alle, die es gewünscht haben. Ich hoffe, es ist schön gewesen, das zusammen zu gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.